Willkommen, Schwert. Herzlich willkommen zurück. Wir haben noch zwei Trainer, die hier rumlaufen. Haben sehr lange gebraucht. Und das ist die erste hier. Heute gucken wir uns dann tatsächlich... Machen wir die zwei Trainer noch und dann gehen wir unser Passwerk und dann gucken wir uns da auch um. Und ich denke, dann werden wir in der nächsten Folge tatsächlich auch die Arena angehen. So, als erstes haben wir hier mal... Pion Scora. So, weg damit. So, Gladiandri. Ah, komm, wir machen es mit Infernoport. Gegen Schwarz-Pokémon macht es mit Feuer-Pokémon ziemlich viel Sinn. Nein, Gott, die Arena, die Fastback müsste die Kampfarena sein. Das ist das Gute. Wir haben ja unser Augnator jetzt dabei. Also ein Geist-Pokémon. Und das heißt, die ganzen Kampf-Pokémon sind da drin eigentlich ziemlich machtlos. So, tschüss. Level 14 Likioda. Und auch Likioda hat natürlich kein Teammitglied. Nur einfach für den Eintrag geholt worden. So, dann nehmen wir den Trainer hier mit. Und dann ist das hier der letzte Trainer der Stadt. Oder Trainer. Ah, Pokémon kämpft für Sekunden, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Der gute Marvin mit einem Smogon. Reaktionsgas, okay. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was das genau bewirkt. Tja, ich habe die Verwirrung noch reingehauen. Finale? Oh Gott, ich bin mit. Na gut, es geht wahrscheinlich jetzt rein. Ja, klar. Tschüss, Morgan. Meine unnütze Attacke. So, vielleicht nur Musik, klar. So fickt die ganze Zeit in jeder Runde weg. Ich tippe mal Flecklion weg. Naja. Muggelbaum. Krieg ich das erstmal die Dampfwalze drauf? Die Schlag. Ja, das ist die einzige Attacke, mit der du mich wirklich ärgern kannst. Oh, Robustheit weg, cool. Das Viech hatte Robustheit. So, jetzt müsste ich, wenn ich Glück habe, nochmal angreifen dürfen durch die gesenkte Initiative. Nein. Er packt vorher den Zielschlag doch aus. So. So, dieser Künstler ist besiegt. Oh, eure Attacken wunderschön. Ach, sie haben mich völlig verzaubert. Gut. Und dann geht's heute in Passback weiter. Und das ist eine antike Stadt. Und da hat der gute Abschied da oben. Oh, ein Bonton. Ja, und die nächste Arena ist tatsächlich die Kampfarena. Cool, das wird ein Vorteil für mich. Das wird tatsächlich ein Vorteil für mich werden. Beim offenen Tor, aber ich werde jetzt mal kurz mein Team heilen. Die Arena machen wir uns nicht heute. Nur so nebenbei. So. Eigentlich sind meine Pokémon diejenigen, die hier oben ihre Übung durchziehen. Ich tue nur so, als würde ich was machen. Für sein Training in die Berge zu kommen. Was für ein Disziplin, der Schwarzgurt. Oh, ich hatte es mit dem Typen. Naja. So. Hey, ich habe so viel von den Dingern. Ich teile diesen Überfluss gerne mit dir. Na super, jetzt müssen wir zwei Vogelfossilien. Ich verrate dir mal was Tolles bei Fossilien.
Wurde 26 er Professoren auf die Fossilien mit der Pokémon zurückerweckt. Wenn du da verschiedene Fossilien bist, solltest du die Naturzone durch Forst oder die Buddy-Buddy dort um Hilfe bitten. Okay, die Vogelfossilien haben wir ja gerade gehabt schon. Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich. Wie es wohl erst ist, die antike Städte mit eigenen Augen zu sehen. Na, ja, kannst du ja machen. So. Willkommen, Interesse an unseren einzigartigen Waren. Heute habe ich was ganz Besonderes mal geholt, den Krummlöffel. Willst du für 3000 zuschlagen? Ja. Versteckt Psycho-Attacke. So, mal gucken, was die morgen haben. Wenn das glatt läuft, habe ich als nächstes eine Zielscheibe. Gucken wir morgen. Hey, willst du den Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich sie zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich ein Krummelstück und würde dafür 30.000 zahlen. Ja, 30.000 für das Krummelstück, das machen wir doch. Das ist sonst unnütz und wir nehmen Kohle gerne mit. Komm doch morgen nochmal vorbei, dann hast du vielleicht wieder was für mich. Okay, Marakamba haben wir ja schon. Ich will die mit dem Garmel von. Das Pokémon von dem Mann da drin, was um die Faxen, weil das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt. Ah, spielt ruhig in Bronze. Hey, wo ist eigentlich dein Mund? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, ich denke mal da zwischen den Augen irgendwo. Ich will Bronze als Hut tragen. Ja. Wenn es dann müde ist, wirst du platt, wa? Ja, bitte. Ich will den kleinen Jungen hier ansprechen. Kannst du das wirklich regnen lassen, Bronze? Nö, fangen wir ein Wasser-Pokémon. Oh, ein Item. Sehr lange. Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll. Schließlich bekommt man sie nur hier. Hier gibt es wirklich ziemlich coole Sachen zu kaufen. Aber sonst habe ich ja nur noch mehr Gepäck mit dir herum. So, dann nehmen wir das hier mit. Oh, Elektri. Ja, mehr als eins. Weil hier oben tatsächlich gibt es noch einige Items zu finden, die auch eigentlich ziemlich witzig sind. Zwar da oben steht ich eins. Nein, ich war so langsam. Das passt mir jedes Mal darüber zu reden. Ich habe ihn vorgegeben. Erstmal nehmen wir die 74 Giftschock hier weg. Oder nehmen wir mit. So, dann hole ich mir oben das Item noch schnell, weil da liegt nämlich auch noch Wasser an hier oben. Und erstmal einen Metallmantel. Oh, warte mal, hier müsste doch noch irgendwo eins liegen. Es müsste doch noch eins liegen, Moment. Ein ganz unwichtiges Item. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich da. Ja, da rechts ist die Leitung. Hey, Kiff! Wegen ihm nochmal. Ich will nicht wirklich nicht, dass sie den Ruf nur wegen mir Katze bekommt. Wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, halt stärker zu werden. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Lass uns gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann. Oh, klar. Ach, du bist mein Rivale. Ein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. So, hopp, fordert uns heraus. Und er fängt mit einem neuen Pokémon an, das wir noch nicht kennen, mit Urgel. Alles, was ich will, ist der Sieg. Verlass mich auf mein Team. Ende erstmal die Karte, ne? Ich hole es kurz zurück. Dass das irgendwie viel nicht viel aushält. Du schon mal das Team. Ah, das ist auch nicht so ganz. Ich glaube, das ist Wasserflug. So, dann kriegst du mit Gigasauger erstmal. Ja, Flügger, war klar. Flücke. Was sagst du dazu? Das ist sehr effektiv. Darauf werde ich immer wieder abziehen. Ja, ich habe noch nicht die passenden Pokémon gefunden. Ich habe ja noch keine Elektro-Pokémon, was wir ins Team nehmen. So, ja, nochmal mit
Hatte ich so einen Furenschlag drauf und das hat verfehlt. Warum du nicht weiter auf Flücker gehst, verstehe ich nicht. Aber für mich ist das gut. Also kriege ich das Vogel fast auseinandergenommen. Ja, ich habe ein Elektro-Pokémon ja im Team, aber nicht als festes Teammitglied. Außer Level 13 ist mein Liquiodon noch nicht so wirklich. Sieht noch mal links. So. Damit haben wir fast wieder volle Energie. Wir haben wieder volle. Ne, fast. Aber demnächst rein auf mehr wird es passieren. Das ist der Flughalter, okay. Dann hat sich das Thema voller Energie auch erledigt. So, 34 Duflor. 16 Dekriodon. So, als nächstes kommt Kikalo, das war mir schon fast klar, dass du jetzt dein Feuerstarter nutzt. So, dann knall ich dich jetzt mit Wassersäulen nach Hause. Doppelkick, okay. Müsste sich eigentlich Level 36 entwickeln, das Flecklion. Also relativ bald eigentlich. Hallo. Ah, klar versucht wieder eine sehr effektive Attacke einzusetzen, wenn die Chance dazu hat. So, das war Kikalo. Auf einer Tolle 35 von Port 30, Flickiodon 17. Da könnte sich jetzt wahrscheinlich den Kampf ändern. So, nächstes ist Zalanga, jedenfalls ein Boden-Pokémon. Das kennen wir ja von der Route 6 vom Anfang zumindest. Aber hat sich das echt gefangen? Und das letzte ist Toxel. Das müsste mit der Dampfhalze eigentlich relativ gut erledigt zu sein, weil das A nichts aushält und B quasi vielfach schwächer hat. Denkt Angriff, glaube ich, nur, ne? Ja. Ich sage es auch, okay. Aber trotzdem sollte es eigentlich kein Problem sein. Ja. So. Gut, dann ist der gute Job auch besiegt. Ah, wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon-Attacken auswählen. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber es hat irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze machen. Ich muss noch mehr herumexperimentieren. Noch viel mehr. Ich werde mein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer bei sich selbst hinauswächst. Gut. Die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen. Niemanden sonst. Warum sagt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei. Danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist übrigens für dich. Oh, die Liga-Karte von Psyda. Als nächstes führt dich dein Weg in Schatten von Passback. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Gut. Genau, ich wollte eigentlich hier hoch, weil hier oben ist noch ein nicht ganz unwichtiges Item. Also ich versuche sogar einzusetzen, und zwar die riesige Kanne. Diese spezielle Kanne löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Sie weist zwar Risse auf, aber das wirkt sich nicht negativ auf den Tee aus. Ja, genau so ist es. Ich werde euch dann noch das Pokémon zeigen. Das werden wir dann wahrscheinlich nach der Arena-Kampf, mit dem Arena-Kampf uns ja nicht ins Team nehmen, aber wie gesagt, dann halt, oh, will nicht quatschen. Hier geht es dann weiter im Wörscheinwald, aber das werden wir noch nicht. Ich zeige mir direkt die Artikelstätte von Passback. Vielleicht entwickelt sich das ja dann ein Gespür für Kunst.
Gut, das entwickelt sich dann weiter oder sowas. Okay, das ist immer noch ein Level. Aber manche Pokémon entwickeln sich durch ein Ereignis, wenn sie Octoad tatsächlich in der letzten Folge. So, dann gucken wir uns die antike Stelle auch noch an. Da drüben, erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Das hier ist die antike Stätte, die dann auch in der nächsten Folge erst eine etwas größere Rolle spielt. Welche das ist, ja, das werden wir dann sehen, liebe Leute. Wie gesagt, die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer, letzte Folge war ja ein bisschen was länger. Und das heißt, wir sehen uns morgen wieder mit dem Arena-Kampf hier aus Passbeck. Und dann werden wir die Kamparena kennen. Das ist das Gute, ich kann mir irgendwann da vorne ziehen. Das kann ich mal machen, bevor ich es vergesse. Genau. Und dann können wir tatsächlich die Arena angehen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir bald unsere Teammitglieder ein bisschen auffüllen können. Weil irgendwann kriege ich so ein bisschen meine Probleme, gerade mit drei Teammitgliedern, aber das schaffen wir schon irgendwie noch. Ich kriege es auf jeden Fall. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert.